Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück hier zu Football Tactics and Glory. Ja, wir grüßen immer noch von Platz 1 der Liga nach 7 Spielen. Ja, noch ohne Niederlage. Okay, wir haben natürlich jetzt schon Gegentor kassiert, wir haben auch schon unentschieden gespielt, ist aber nicht so traurig. Ich bin froh, solange wir kein Spiel verlieren, aber das wird uns früher oder später natürlich auch ereilen. Im Pokal ist es schon passiert, das Hinspiel gegen Oberhausen, das ging mit 1:0 überflüssigerweise in die Binsen, gegen den Letzten der Liga, da haben wir uns blamiert. Tja, das passiert. So, Verträge müssen wir uns anschauen. Nö, haben wir alles soweit im Griff. Genau, müssen wir nichts machen. Super, eine Nachricht haben wir auch. Transferfrist endet morgen. Mhm. Okay. Schauen wir doch nochmal. Müssen wir doch irgendwas tun? Müssen wir doch irgendwas kaufen vielleicht? Preis minus 30%. Das ist natürlich ein Schnapp, gell? Ein echter Schnapp. 23 Jahre alt. Der persönlichen Liste, ich glaube, da müssen wir nicht mehr schauen. Ah, ja, ich bin noch so ein bisschen am. Ich bin dann hin und her gerissen. Wir haben schon richtig alte Leute hier, ne? Auch in der Verteidigung. Der Flattermann mit seinen 32, aber. Ich meine, wir haben den Konrads, haben wir uns schon geholt. Also, der muss doch eigentlich reichen, der Kollege, oder? Der muss halt mal spielen öfter, aber. Ja, der muss weg, der Flatter, das ist klar. Und unser Libero ist auch die Frage, wie lange es der noch macht. Aber ich glaube momentan, nein, ich glaube momentan sparen wir uns das Geld. Ja, wir sparen. Das können wir am besten, einfach mal eine Runde sparen. So, jetzt gibt es gleich Rückspiel im Pokal, genau, Prestige Cup. San Palozzo, hier haben wir die Übersicht der Top-Transfers. Die Haubertaucher haben den Gipsch verkauft an Koblenz für 17.000 Öcken, na, für 34 Jahre haben wir noch ein bisschen was gekriegt. Den Arnold haben wir verdiebelt, den Tintel haben wir verdiebelt und den Ewig haben wir gekauft, genau, von Offenbach für 5.000. Das war ein guter Kauf, finde ich. Dann haben wir gekauft den Strauß, das war auch ein guter Kauf. Und den Konrads haben wir gekauft, der muss ich noch beweisen. Top-Transfers Liga 1, ja, von Stuttgart nach Schalke für schlappe 19 Millionen, meine Damen und Herren. Das sind natürlich ganz andere Beträge. Okay, das ist hässlich, das frustriert, das lassen wir lieber. Moment, stopp, Nachricht wegklicken. Okay, ja, ja, ich weiß, das musst mich nicht daran erinnern, dass wir das Hinspiel verloren haben. Das ärgert mich immer noch. Aber gut, so, schauen wir uns die Maurermeister an. Ja, natürlich, hier schauen wir wieder. Oh, Catenaccio vom Feinsten. Aber original. Die machen hinten wieder zu. Komplett, tutti completi. Na, warte, Burschen, da, uns fällt da schon irgendwas ein. Uns fällt da schon irgendwas ein, um euch zu ärgern. So, den Kirchner stellen wir mal hier rüberwärts. Dann kann der hier seinen Tunnel nämlich spielen und wird hier nicht von dem Pseudo-Libero blockiert. Das ist unser verkappter Stürmer, der vielleicht mal irgendwann mal irgendwas wird. So, hier haben wir einen Stürmer gegen uns. Die haben keine Spezialfähigkeiten, das ist gut. Ist auch ungelernt, bis auf den hier. Okay. Ja, also Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Da müssen wir gewinnen. Ich will euch nicht unter Druck setzen, aber da müssen wir gewinnen. Liebe Freunde, auf geht's, wir spielen. Rot gegen Blau, genau, so ist recht. Ah. Die Oberhausen, es regnet. Na super, das heißt, Passgenauigkeit ist beim Teufel. Und die Fähigkeiten kommen auch schlechter zur Geltung. So, ja, wir spielen zu Hause, heißt, wir haben Anstoß. Wir spielen gleich mal. Ja, wir spielen. Ja, Passattribut ist schlecht, ne? Ist klar. Okay, pass auf, soll man. Als Kontrollattribut ist auch schlecht. Ja, Zapperlot, das ist ja. Passen wir gleich mal da raus. So, der läuft dann über. Und der probiert's einfach mal. Ist ja wurscht, das wird nicht funktionieren. Wir probieren's trotzdem. Und der schlägt sogar ein, oben links. Ja, Wahnsinn. Erste Aktion. Oben links, der Stiftteller. Stift, sag ich schon, der Stiftteller. Soll ich schon Stiftteller sagen? Nein, Stiftteller. Und der Ugler freut sich auch, jawohl. Sowas. Ja, das kann wirklich nur passieren, wenn es regnet. Dann mal schauen, ob die Maurermeister dann auch ein bisschen die Aufstellung verändern. Aber ich glaube nicht so. Da ist der Stürmer. Der Borgeling. Was macht der? Der probiert es auch mal, aber da passt unser Libero auf. Natürlich, sehr schön. So, jetzt pass auf. Wir spielen mal einen langen Pass auf Außen. Jawohl, sehr gut. So, der macht einen
Ja, natürlich, der rennt mal da durch. Zack, zieht den Verteidiger hier raus, hervorragend. Und macht dann mal eine ganz geschmeidige Kontrolle. Dann wird aus 45 65 und dann macht Oberhausen ein wildes Gesicht. So, das war nichts. Vielen Dank für den Tanz. Aber das war nichts. Wir sind wieder dran, Freunde der Sonne. Okay, so. Ja, wir rennen natürlich davor. Ist ja klar, ne? Als Mittelfeldler, da sind wir richtig gut. So, und jetzt hauen wir da einfach mal mit dem Gewaltschuss drauf. Zack, boom. Und da scheppert's, jawohl. 2:0 gegen die Flachdübel aus Oberhausen. Jawohl, der offensive Mittelfeldspieler. Schau mal hier. Hoch die Hände, Wochenende. Aber hallo. Ja, den Pass haben wir schon mal gesehen. Und was hat's gebracht? Gar nichts, Herr Mölling. Ah ja, jetzt versuchen wir es mal mit dem kleinen Trick auf außen. Und jetzt, er schießt und... Ja, das langt halt nirgendwo hin, gell? Das langt halt nicht. Da kann er einpacken. So, pass auf, du spielst einen geschmeidigen Ball mal auf unseren Defensiven. Der denkt sich, mir hier ist ja schön. Der spielt. Wir haben noch geringfügige Aktionen. Ah, verdammt. Das ist ja blöd. Das ist ja... Moment, was kann der... Der kann nix, der kommt, der kriegt auch mal einen Ball. Dass er auch mal einen Ball gehabt hat, genau. So, hier ist ein lauter ungelerntes Personal. Das heißt, die haben keinen Gratis-Pressing-Bonus. Dann machen wir hier... Oh, geschmeidige Kontrollaktion. Genau, so. Drei Züge haben sie noch. Jetzt gewinnt der hier sogar den Zweikampf, verdammt. So ein Pech aber auch. Aber gut, da sollte nichts mehr passieren. Genau, jetzt müsste er natürlich abziehen. Und die... Chance halte ich für sehr gering. Genau, da kommt auch schon unser Libero. Alles klar. So, unser Libero. Gut, du spielst den Ball da runter. Zwei Aktionen haben wir noch. Heißt, das können wir vergessen. Das versuchen wir so. Und du schießt einfach mal. So, und... Ach, der schlägt ein. Ja, heute ist ja jeder Schuss ein Treffer. Jawohl. 3:0, das ist ja quasi, ne, das ist ja quasi schon alles und so. Naja, was soll noch passieren? Oh Gott, sag's nicht, Aubi. Was soll passieren? Genau, was soll passieren? So, dann würde ich sagen, ja, der Kirschner, der kann sich gleich mal ausruhen, den brauchen wir nicht mehr. Spielt der Konrads, genau, wir machen ihn zu. Ganz einfach, wobei die kann ich auf außen lassen, die Burschen, oder? Die kann ich auf außen lassen. Den Rainer, den könnte ich auch schonen. Der ist nämlich ein bisschen müde. So machen wir das. Genau, zwei Wechsel. Und alles ist gut. Auf geht's. Zweite Halbzeit. Anstoß für die deprimierten Freunde aus Oberhausen. Die sich gleich aus der Qualifikationsrunde Pokal verabschieden werden. Ja, mein Mitleid hält sich natürlich in Grenzen. So, da wird auf außen... gespielt und wieder, ach, Ballkontrolle wird gemacht, schau an. Ballkontrolle machen wir, aha. Hat ein bisschen was dazugelernt, ne? Da machen wir ein Pressing. Da machen wir hier einen Zweikampf, hallo? Den gewinnen wir gnadenlos, schau mal hier, gnadenlos. So, der hat kein Verteidigungslevel, heißt, der kann richtig beschissen angreifen, also machen wir hier mal geschmeidig Kontrolle. Wir spielen mal auf Zeit, ne? Mal schauen, was der Gegner macht. Er versucht einen Hanebüchen in den Zweikampf, das wird natürlich nichts. Sondern jetzt hat er ein Problem, jetzt kommt er nämlich mit seinen Spielern nicht hierher, genau. Also gibt er ab, wir sind dran. Gute Entscheidung. So, du spielst hier mal den geschmeidigen Pass da runter. Du spielst mal den geschmeidigen Pass da runter. Und du machst doch mal eine geschmeidige Ballkontrolle. Genau, immer schön Zeit lassen, Zeitspieler. Was soll passieren? So. Ja, Hanebüchen. Ne, vielen Dank für den Tanz. Schön war's. Und wir sind wieder dran. Genau, okay. Hier hätten wir unseren Kanonenfreund. So, so. Naja, was machen wir mit dir? Der hat 20 Verteidigung, wir haben 30 Kontrolle. Vielleicht könnten wir uns da durchdribbeln. Wir versuchen es mal mit einem schönen Pass hier hoch. So, da versuchen wir mal ein Dribbling. Ja, gnadenlos, schauen wir hier. Danke für das Tänzchen. So, und jetzt machen wir hier einen geschmeidigen Präzisionsschuss. Ui, der Torhüter fängt das Ding. Aber gut, drei Runden noch. Das heißt, sechs Züge für die Freunde aus Oberhausen.
Wir haben keine Freunde. Ja, okay, halt für die Kollegen aus Oberhausen. Tja. Peinlicher Pass hier auf den Hammerstein, der nicht ankommt. Schlecht für die Freunde. So, pass auf, wir holen uns den Zweikampf. Am Glück gewinnen das Ding. So, spielen. Na, so viel Glück haben wir nicht. Na komm, wir versuchen es. Okay, es war klar, dass das nichts wird, aber ist egal. So, dann versuchen wir hier nochmal einen Zweikampf. Genau, nehmen wir ihm den Ball weg, kriegen nochmal schöne Erfahrungspunkte. Und jetzt haben wir noch 3 Züge und dann war es das. Oh, böses Foulspiel! Böses Foulspiel! Oh, das ist eine super Freistoßsituation, gell? Aber wir haben niemanden, der... Ja, wobei, doch, klar, da zählt ja... Da zählt ja Genauigkeit. Gut, wir haben natürlich... bei dem Regen ist mit der Genauigkeit dahin, gell? Da geht nicht viel. Daher und du gehst daher. Und du gehst daher. So schaut's aus. Jetzt pass auf. Zack und zack. Und das können wir vergessen. Und zack und... Dann spielen wir da hoch. Ja, der kommt sogar an. Wunderbar. Und von da hauen wir einfach mal drauf. Zack. Und zum Abschluss sage ich leise. Servus. Genau. Sehr gut. Sowas, wenn du das nochmal machst, da freut sich die Frau, ne? Mit der Waschmaschine. Das Trikot noch beschmutzen hier, kurz vor Schluss. Ah, 4-0. Ja, ich glaube, die Freunde aus Oberhausen haben wir sauber heimgeschickt. Ne, das war absolut verdient. Also, wie konnten wir das Hinspiel verlieren? Ich verstehe es bis heute noch nicht. Aber ist egal. Ne, wir haben es ihnen sauber heimgezahlt. Wir haben sie erst angefüttert. Genau, wir wollten es interessant machen. Wir haben gedacht, dann kommen mehr Leute ins Stadion. Ja, schau mal hier. Schau mal. Schau mal hier. Ne? Mehr Fans, genau, richtig. Den haben wir sauber gezeigt. Jawohl, Pässe, Verteidigung, sehr gut. Was haben wir hier? Pässe, +3, jawohl. Was haben wir da? Genauigkeit, +3, jawohl. Was haben wir da? Manzi, +2, +1, alles klar. Dankeschön. So, und der Konrad hat auch ein Level up. Ja gut, das mit der Genauigkeit, das hätte jetzt nicht gebraucht, aber was soll's. So, da haben wir ein Upgrade für unseren Libero. Da unten haben wir nichts. Na gut, was haben wir hier? Der ist spezialisiert auf Libero. Der ist 30 Jahre alt. Hm, naja. Oh, das Interesse ist hoch. Schau mal, den könnten wir noch für 72.000 verdübeln, aber das wollen wir ja nicht. Okay, der kann lange Pässe spielen auf Stufe 1, genau. Wenn ich das jetzt nehme, dann könnte er diese Fähigkeit oder diese Fertigkeit auf Level 2 bringen. Das würde dann wieder, keine Ahnung, 1 Jahr, 6 Monate oder 2 Jahre oder was auch immer dauern. Dann ist er 32, also da haben wir ihn dann wahrscheinlich schon längst verkauft. Also das dürfte wenig Sinn machen. Okay. Die Fertigkeiten lernt er, oder also wenn er eine neue Stufe erreicht, dann bekommt er 2 statt 1 Punkt auf das, was er trainiert. Ist die Frage, ob uns das so viel hilft. 30% mehr Erfahrung heißt, er würde schneller aufleveln. Das könnte uns vielleicht noch ein bisschen was helfen. Ich bin aber eher... Hier mal überlegen, dass wir unsere Fans ein bisschen pushen, ne? Dass wir hier ein Publikumsliebling haben. Ja, ich glaube, das würde mehr Sinn ergeben. So, zack. Also, Damaske, unser Publikumsfütterer. Jetzt hier, schon mal hier, hätten wir fast mit dem Stauber fast die Spezialisierung zum defensiven Mittelfeld. Aber gut, fast, genau. Schau mal hier, Bonus für Publikumsliebling. Ein Fan. Genau, ein neuer stolzer Fan und 6 neue Fans. Sowieso, weil wir so toll waren. Und hier, Prestigepokal gibt 3 zusätzliche Ruhmpunkte. Und für die Tordifferenz haben wir auch nochmal 9 Ruhmpunkte bekommen. 12 Ruhmpunkte, lächerliche 1200 Credits oder Euro. Ja, und wir sind dann quasi im Prestigepokal. Das war ja die Quali. Genau. Okay, Burghausen ist auch weiter. Die haben Koblenz ausgeschaltet. Sehr schön. Wir sind eine Runde weiter. Ja, mei. Was? 16. Finale gegen Karlsruhe. Ach du Schande. Gegen Karlsruhe. Oh, die sind eine andere Liga. Okay, da haben wir wahrscheinlich ein kleines Problem. So, Transfermarkt ist zu. Genau, wir haben... Und ihr macht das im Februar wieder auf, gell? Ja. Okay, wir haben Mitte September. Na dann. Mal schauen, was das nächste Spiel ist. Oh Gott, gegen Karlsruhe. Das ist sogar der Prestige Cup. Wir haben jetzt einen Monat nichts gemacht, oder? 10. Oktober? Oh je. 3. Liga. Okay, die sind schon mal einen halben Stand besser. Was hat der? Olympische Parade? Okay, das ist nicht so schlimm, denn das... Wir haben keinen Spieler, der olympische... das ist also das gegen das olympische Tor, genau. Das ist quasi eine direkte Ecke machen.
Nee, das, ach, bin ich ein Idiot. Das ist unsere. Haha, sehr, sehr lustig, Haubi, sehr lustig. Sorry, ich war gerade ein bisschen Brainer AFK. Okay. Also, der gegnerische Torwart hat ebenfalls olympisches Tor, olympische Parade. Dann einmal der Mittelfeld Universal, hat lange Pelle. Oh je, zweimal Tunnel, einmal Hackentrick. Das ist natürlich schon ein guter Sturm, was die haben. Die spielen sehr zentral übers Mittelfeld. Die haben zwei normale und einen universellen. Okay, der hat aber kein Gratis-Pressing, der Kollege. Der hat kein Gratis-Pressing. Okay, in der Verteidigung haben sie zwei Innenverteidiger und zwei normale Verteidiger. Die Innenverteidiger stehen einer auf dem Libero-Posten und einer auf der linken Seite. Also aus deren Sicht. Ja, Mist. Das ist blöd, ne? Gerade bei Torschüssen, wenn die immer so reinlangen, das ist echt ekelhaft. Oh, schau mal, der hier, der hat Genauigkeit 41. Oh, ich glaube, der hätte mal Stürmer werden sollen. Der hätte mal Stürmer werden sollen. Ah, 47 hat er, ja. Wahnsinn. Brutal. Okay, also von den Werten her, allein die Werte hier, ne? Das Karlsruhe ist klar besser. Müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Okay, wir müssen hinten umbauen, weil das ist zu krass. Das ist definitiv zu krass. Also, wir brauchen ein Libero. Ich glaube, jetzt müssen wir mal eine Runde Catenaccio spielen. Wir brauchen auf jeden Fall unseren rechten Verteidiger. Warum brauchen wir den? Den brauchen wir, weil der das Potenzial reduziert. Von den Kollegen hier. Okay, wir brauchen den Eils in der Mitte. Also spielen wir hier mit Kirschner und Manzi. Oh, das wird echt hässlich, Leute. Das wird richtig hässlich. Okay, was, du bleibst da draußen. Die brauchen wir. Ich habe keinen linken Verteidiger, gell? Nö, habe ich nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich den Stauber. Ne, muss ich spielen lassen. Genauso wie den. Ach, den Ewig. Muss ich. Ne, den Ewig lasse ich nicht spielen. Nein, den Ewig lasse ich nicht spielen. Der Ewig macht Pause. Der Eils kommt für den Ewig. Wir versuchen es dann über die Außen in die Spitze zu spielen. Das ist, ja, ich weiß, wir werden vermutlich verlieren, aber ich versuche es jetzt einfach mal so. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Ich brauche hier die Fähigkeiten, ansonsten wird es. Ansonsten haben wir gar keine Chance. Komm, auf geht's. Im Wildpark. Oder das heißt doch noch Wildparkstadion, glaube ich, Karlsruhe. Ne? Oder so, zumindest hat es früher mal so geheißen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch an irgendwelche Sponsoren verkauft wurde. So, jetzt müsste eigentlich hier der Kollege blockieren. Ah. Oder zumindest als rechter Verteidiger, weil er neben dran steht, müsste ihm ein bisschen Potenzial rauben. Gut, hier haben wir jetzt leider verloren den Zweikampf. Ach, wir sind dran, oder? Okay, pass auf, dann machst du mal hier eine Mördergrätsche. Zack. Verlierst natürlich, ist klar, super, hast schön gemacht. Ist zumindest ein bisschen motiviert. So, der hat 26. Oh, der kontrolliert, ja. Dann machst du Pressing. Du machst die Grätsche, gewinnst den Ball. Gratis-Aktion, genau. Und dann spielst du da raus. So. Der steht jetzt natürlich hier saublöd, das wollte ich nicht. Ah ja, jetzt läuft er raus, okay. Das ist schon mal gut. Böses Foulspiel. Gelbe Karte hoffentlich. Nein, gab's nicht. Okay, Frechheit. Ich muss die Jungs wieder zurücksteuern, ne? Na, so nicht. Passe den freien Raum, jawohl, zack. Da kommt der automatische Zweikampf, den verliert er, aber er steht zumindest mal gut. Na, er steht gut, so, dann mit dem Eils gehen wir zurück. Mit dem gehen wir da hoch. Okay. Er passt in die Mitte, der macht einen langen Beil auf Stufe 3 hat der, wow. Okay, aber war keine Gratis-Aktion. Ja, und der schießt, ja, mei, 59 Genauigkeit. Aha, was haben wir gelacht? Ja. Die sind gut, ne? Die sind eine Liga über uns.
Das sind die nicht umsonst. So. Ja, das wird nix, aber ich probier's trotzdem. Komm, gescheit würfeln, Burle. Ja, okay, das war natürlich nix. Das war natürlich nix. Ach, der kann da durchlaufen, oder was? Obwohl er gesperrt ist. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Respekt. Achso, weil er zwei Felder laufen kann wahrscheinlich. Der darf da durchlatschen? Das ist eine Frechheit. Komm. Jawohl. Sehr schön. Hol dir das Bällchen. Oh Gott, du kannst wieder bloß so ein Schrumpelding, so ein Schrumpelpass spielen. Ja, ach, komm, hör auf. Ah, Leute. Ja, ich nutze die Chance, ne? Und das, der ist noch ungelernt. Deswegen, ich... Ja, schaut, dass ich mit ihm zumindest ein paar Erfahrungspunkte kriege. Deswegen bin ich jetzt mit ihm noch gelaufen. Auch wenn es nichts bringt. Puh, okay, also die sind echt gut, die Jungs, ne? Die sind echt gut? Mann, 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 verdammte Hacke. Tja. Ich glaube, gewinnen werden wir nicht gegen die Jungs. Na komm. Für den Strauß. Jo. Für den Strauß sammelt der andere auch noch ein bisschen Erfahrung. Und der Manzi, der gewinnt auch nichts mehr heute. Ja, nutzen wir die Chance und sammeln Erfahrung für unsere Leute. Ey, sind wir ehrlich, wir haben kein, ja, wir haben eigentlich keinen Auftrag gegen Karlsruhe. Ne? Dafür sind unsere Leute individuell zu schlecht. So, Passspiel. Da hoch. Und. Ja, Gewaltschuss. Komm, wir probieren's. Hau drauf. Ach. Ja, da lacht er natürlich, ne? Da lacht er natürlich. Mhm. Was in die Mitte? Ja, mei. Weißt du, wenn du die Fähigkeit lange Bälle hast und das mit einem Faktor 3, dann hast du da. Oh Gott sei Dank. Hast du da natürlich drei Würfel. Ja, die Chance ist, glaube ich, 50-50 gewesen. Also, pff, ja. Naja. So, soweit. Oh, du kannst sogar. Ja, komm, probier's. Wow, mit viel Glück. Mit viel Glück kam der Ball an. Sapperlot. Moment. Genau, wir rennen auf außen. Mit ein bisschen Glück können wir flanken vielleicht. Jetzt kommt er. Haha. Das war nix. Danke fürs Tänzchen, mein Freund. So, jetzt müssen wir mit ihm bloß noch da runterkommen. Ah, da macht er jetzt natürlich zu. War ja klar, ne? Das war wieder klar. Ja, mit unserem Kopfballungeheuer. Das wäre es gewesen. Okay, wir versuchen es trotzdem. Oh, das wird nix. Wir versuchen es. Komm, was soll's. Ja, jetzt. Komm. Jetzt sind wir drauf, Mensch. Zack. Jawohl, der Ausgleich. Der Ausgleich der überraschenden Minute 80. Der Kirschi. Ja, da sind sie, der Schanztum. Die Freunde aus Karlsruhe, aber kurz, es ist ein Sterben auf Zeit, sage ich mal vorsichtig. Ja, da hat er unseren rechten Verteidiger ausgespielt, Mist. Und jetzt sind wir da drauf und der Ball bleibt hängen. Sehr gut. So, da gibt es einen langen Pass. Genau, Gratisaktion, wichtig. Du rennst da hoch. So, du rennst... Boah, ganz schlechte Idee. Aber wenn wir hier stehen, wenn wir hier stehen, okay, wenn ich dahin laufe, habe ich nur eine Aktion und kann zumindest schießen. Wenn ich dahin laufe, habe ich zwei Zweikämpfe. Wenn ich die überstehe, kann ich nochmal schießen und habe auch eine echt gute Position.
Und die sind wahrscheinlich gesperrt, weil sie die Zweikämpfe verloren haben. Oh. Hier habe ich einen Zweikampf. Komm, ich versuch's. Jawohl. Okay. Und dann kann ich jetzt noch schießen. Naja, ich sag mal, wo hast du hingeschossen? Das ging ja Richtung Haupttribüne. Bist du bescheuert? Sowas. Spielende. Okay. Das war's Hinspiel. Naja. Aber ihr seht mal, das hat echt was gebracht. Stufenaufstieg, jawohl. Sehr gut. Libero hat sich verbessert. Innenverteidiger hat sich verbessert. Beste Genauigkeit. Du könntest jetzt sogar ein Upgrade kriegen auf defensiver Mittelfeldspieler. Das hat sich auch verbessert. Sehr schön. Und da, schau mal hier, der hat sich auch verbessert. Auch sehr schön. So, jetzt komm, Level up. Jawohl, unser Defensiver. So, also entweder Universal-Mittelfeldspieler oder defensiver Mittelfeldspieler. Und da bin ich ganz klar hier für die Variante. Fängt Bälle ab. Innerhalb von zwei Feldern 100% auf Verteidigung beim Abfangen von Pässen, die das Feld, auf dem er steht, kreuzen. Plus 1 zum Abfangen, jawohl. Kann sich zwei Felder ohne Ball bewegen. Ja, würde ich sagen, den hier. Sehr gut. Hat er sich gleich nochmal verbessert hier, jawohl. Stufe von 13 auf 15. Mhm. Gut. So, Stauber, das war nicht schlecht. Sehr schön. Okay, dann schau. Das war's Hinspiel, ja. Jetzt. Mhm. Ah. Naja, mal schauen, ne? Noch ist nichts verloren. Es war natürlich ein bisschen Dusel dabei, das ist klar. Sind wir uns, glaube ich, einig. So, Stauber. Die Gedächtnisstütze kann ich wegmachen, glaube ich. Mhm. So, dann gehen wir ins Training. Und sagen, du tust jetzt bitte Verteidigung. Ne, du musst ja auch unter Umständen zweikämpfen und sowas. Du musst Verteidigung verbessern. Okay. Na schön. Ja, Freunde. Wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für heute schon wieder. Eine erfolgreiche Pokalveranstaltung. Einmal die Geschichte mit Oberhausen und einmal das Hinspiel gegen Karlsruhe. Heute regnet's. Na super. Passattribut ist gesenkt. Noch besser. Oh. Naja. Ich glaube, das spricht jetzt eher für Karlsruhe als für uns, aber... Na gut, Leute, für heute Schluss. Ich sage danke fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.